Die Leute senden mir dann Trainingspläne vielleicht von Jay Cutler, was der früher trainiert hat. Hey Leute, heute möchte ich mal darüber sprechen, warum ich keine fremden Trainingspläne korrigiere. Vorher aber eine ganz kurze Werbeeinblendung. Wir haben hier das neue Intra Peach. Muss sagen, das habe ich heute ausprobiert. Ist vom Geschmack her mega, mega geil. Und ihr könnt euch natürlich wieder mit dem Code LION auf esm.com sichern und mich dadurch unterstützen und euren Workout auf ein nächstes Level heben. Das heißt, checkt das auf jeden Fall mal aus. Jetzt kommen wir dazu, warum ich eigentlich keine fremden Trainingspläne korrigiere. Es gibt natürlich jetzt einige Gründe, die ich da heute alle aufzählen werde. Wir fangen aber einmal mit dem an, was für mich eigentlich so am offensichtlichsten ist. Es ist meistens so, dass ich über Instagram einfach Nachrichten bekomme von einem einzelnen Trainingstag. Das heißt, jemand schickt mir zum Beispiel seinen Push-Workout und sagt, was hältst du von diesem Push-Workout? Mit einem einzelnen Trainingstag kann ich eigentlich sehr, sehr wenig anfangen, weil ich nicht weiß, okay, was macht sie eigentlich dann am Pull-Tag, was macht sie am Beintag, wie verhält sich das Volumen zu dem Ganzen. Natürlich kommt dann auch noch zusätzlich dazu, ich kenne euch generell nicht, wie trainiert ihr, wie schaut euer Körper aus, aber zu dem Ganzen werde ich auf jeden Fall später noch kommen. Das Wichtigste ist auf jeden Fall mal, okay, wie ist eigentlich das Verhältnis zu den anderen Tagen, das heißt zu Pull- oder Beintag. Ist natürlich auch noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, was ist eigentlich euer Trainingsziel? Es gibt immer sehr, sehr verschiedene Trainingsziele und dadurch, dass ich euch eigentlich nicht kenne, deswegen schreibe ich eigentlich da auch immer zurück. Es ist für mich sehr, sehr schwer zu beurteilen auf Instagram, wenn mir irgendwer was sendet. Es kommt zwar immer sehr, sehr unsympathisch rüber, aber wie gesagt, heute möchte ich einmal erklären, warum ich eigentlich das immer zurückschreibe, dass das sehr, sehr individuell ist und sehr, sehr viel Arbeit ist, beziehungsweise warum ich auch nicht wirklich sagen kann, ob das jetzt wirklich genau für euch passt. Wie gesagt, wir sprechen dann einmal über die Trainingsziele, von dem ist sehr, sehr viel abhängig, weil viele natürlich entweder jetzt einmal funktionell oder vielleicht mit einem Ballsportart, mit Fußball in Kombination dann noch trainieren, da bin ich dann eigentlich sogar der falsche Ansprechpartner. Das heißt, da leite ich euch auf jeden Fall zu anderen Trainer weiter, die sich mit dem auf jeden Fall mehr befasst haben oder sogar besser auskennen. Bei mir ist doch so, ich decke eigentlich mehr so diesen Bodybuilding-Bereich und Fitness-Bereich ab. Für die Leute, die was wirklich zunehmen, abnehmen, einfach besser ausschauen wollen oder halt natürlich auch Wettkämpfe machen wollen und einfach den Körper von der Ästhetik her wirklich verbessern wollen. Das ist eigentlich so mein Bereich. Und wenn man da eigentlich wirklich was schreibt, ist es halt wirklich so, dass ich einfach wirklich immer sagen muss, okay, ich brauche ein ganzheitliches Konzept für mir und das ist über Instagram meistens einfach nicht möglich. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, Trainingspläne vergleichen. Ein sehr, sehr schweres Thema, weil es einfach wirklich so ist, die Leute senden mir dann Trainingspläne vielleicht von Jay Cutler, was der früher trainiert hat und sagen, was sagst du dazu? Sage ich, für ihn hat es vielleicht funktioniert, aber ob das dann für die auch funktioniert, ist sehr, sehr schwierig. Das heißt, du musst es auf jeden Fall vielleicht einmal ausprobieren, ob du die von dem ganzen Volumen, was Jay Cutler zum Beispiel trainiert hat, überhaupt erholen kannst. Dann kommen oft also Sachen, okay, Sascha Huber, der Trainingstag, was sagst du zu dem, wie der das macht, ist auch wieder sehr, sehr schwierig. Ja, Sascha Huber ist halt Sascha Huber und für ihn funktioniert das, aber ob das dann auch für dich funktioniert, ist wieder eine andere Sache. Dann geht es natürlich auch noch um das, bei meinen Kunden ist es eigentlich immer so, ich hole eigentlich, wenn jemand bei mir im Coaching startet, die Leute zuerst einmal zu einem Training, weil ich mal sehen will, okay, mit was für einer Intensität arbeiten sie, beziehungsweise welches Volumen haben sie in ihren Trainingsplänen schon drinnen. Aber für mich ist einfach doch sehr, sehr wichtig, okay, wie trainiert derjenige eigentlich? Es ist meistens doch so, dass ich eigentlich da schon mal zurückschrauben muss vom Gewicht meistens, weil einfach wirklich die Ausführung bei den meisten eigentlich nicht passt. Und das ist einmal schon das Wichtigste. Und dann sehe ich auch, okay, kann dieser eigentlich überhaupt den Satz wirklich zum Muskelversagen machen? Und von dem kann man sehr, sehr viel abhängig machen, okay, wie viel Volumen, wie viel Intensität kann ich dem einfach wirklich geben? Dann ist natürlich auch noch davon abhängig, okay, ist derjenige Anfänger, ist derjenige schon fortgeschritten, einfach schon länger im Business dabei, kennt sie auch aus, ist vielleicht einfach auch von der Ausführung her schon erfahrener. Das heißt, da kann ich dann natürlich auch die Übungen wieder ganz anders wählen. Dann noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, Zeit und Arbeit. Das heißt, bestehende Pläne jetzt zu verbessern, ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Arbeit, beziehungsweise auch ein sehr, sehr schwieriges Thema, auch wenn jemand jetzt zu mir kommt und bringt seine Trainingspläne mit, die er vorher gemacht hat. Wenn die wirklich gut funktioniert haben, kann man die auf jeden Fall beibehalten und vielleicht einfach ein paar Übungen verändern, ein paar Sätze verändern, ein paar Wiederholungsbereiche verändern, weil wenn irgendwas funktioniert, möchte das auf jeden Fall beibehalten. Es kann zum Beispiel natürlich auch sein, dass die Leute einfach nur Probleme mit der Ernährung haben und wir dann einfach
ihre Ernährung anpassen und das Training eigentlich fast gleich halten, wenn das wirklich gut funktioniert. Aber generell ist es meistens so, dass ich das Training eigentlich immer neu aufsetze, weil ich mir wirklich den Körper zuerst einmal anschaue und sage, okay, wir brauchen vielleicht mehr Schulter, du hast aber sehr, sehr viel Bizeps, das heißt, vom Bizeps können wir vielleicht ein bisschen zurückschrauben vom Volumen her, da werden wir nicht so viel brauchen, weil bei dir ist mehr die Schwachstelle die Schulter, das heißt, wir konzentrieren uns da ein bisschen mehr drauf. Ist natürlich auch so, dass man das nicht so genau einfach sagen kann, dass man, okay, wir machen jetzt einfach mehr Schulter, weil wenn derjenige zum Beispiel falsch Seite hebt und dann einfach immer mehr Nacken bekommt oder vielleicht sogar noch mehr Bizeps von dem, weil er es irgendwie falsch macht, dann ist das natürlich auch die falsche Herangehensweise. Das heißt, ihr seht, das ganze Konzept ist sehr, sehr komplex. Zusätzlich ist es natürlich auch so, wenn ihr über Instagram einfach eine Nachricht kriegt, den Trainingsplan, und ihr sendet jetzt vielleicht sogar alles mit, also ihr sendet eure Bilder mit, ihr sendet Trainingsvideos mit, was ich von meinen Kunden eigentlich immer verlange, weil dann sehe ich auch wirklich, wenn die einfach weiter weg sind, wie zum Beispiel in Deutschland, wie die trainieren. Das heißt, ob die ja wirklich Gas geben im Training, dann brauchen sie nicht unbedingt zu mir kommen für Personal Training, weil dann kann ich das anhand der Videos einfach wirklich beurteilen. Aber ihr seht, wie gesagt, das Konzept ist einfach sehr, sehr komplex und ist auch sehr, sehr viel Arbeit. Das heißt, Trainingsplanerstellung ist auch eine Dienstleistung. Und wer zahlt das Ganze dann? Natürlich eher der Kunde, als wie derjenige, der was einfach über Instagram einfach einen schnellen Tipp abgreifen will. Und das ist halt doch ein sehr, sehr schwieriges Thema für mich auch, weil ich natürlich nicht einfach unsympathisch sein will, jetzt natürlich den Leuten gegenüber, die was mir folgen oder vielleicht sogar mit meinem Code bestellen. Das heißt, das ist immer so ein bisschen ein Zwiespalt für mich, aber ich sage meistens, es ist einfach sehr, sehr individuell, deswegen ist es mir einfach nicht möglich. Ich glaube, das waren jetzt auf jeden Fall schon einige Punkte, die man wirklich einmal da aufzählen kann, warum es einfach sehr, sehr schwierig ist, fremde Trainingspläne zu korrigieren. Und ich glaube, jeder erfahrene Coach wird das auch nicht wirklich machen, weil, wie gesagt, die ganzen genannten Punkte, es ist einfach sehr, sehr individuell. Man muss sich mit dem Kunden einfach wirklich sehr, sehr viel beschäftigen, um halt wirklich zu sehen, okay, welche Schritte muss ich jetzt wirklich setzen, dass der wirklich an sein Trainingsziel kommt, beziehungsweise halt einfach weiter gut Progression macht. Und ja, wie gesagt, das sind auf jeden Fall genug Gründe, um das einfach nicht zu machen. Ich hoffe, ihr versteht es jetzt auch, warum das Ganze einfach ein sehr, sehr schwieriges Thema ist. Und ja, ich freue mich natürlich immer über eure Nachrichten bei Instagram. Das heißt, ihr könnt mir die natürlich weiterschreiben, aber gewisse Sachen gehen halt einfach nicht, was ich einfach so korrigieren kann, weil es halt einfach wirklich eine Dienstleistung ist und für die einfach wirklich Leute zahlen. Jo, das war's zum heutigen Video. Ich freue mich natürlich wieder über ein Abonnement, über einen Kommentar und vergesst nicht, das Glöckchen zu abonnieren, und wir sehen uns im nächsten YouTube-Video. Ciao, pfiat euch!